Alles klar, ganz, ganz lieben Dank dir, Lavinia. Und ja, ich würde vorschlagen, Ariane, dass wir uns einmal kurz vorstellen, gell? Möchtest du starten? Ich kann gerne anfangen. Also Ariane Wilps ist mein Name, Universität Göttingen. Ich bin Professorin für empirische Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt quantitative Schul- und Unterrichtsforschung seit 2015 in Göttingen. Das hinter mir ist nicht Göttingen. Ich bin schon im verfrühten Osterurlaub und bin gerade zugeschaltet. Bei mir ist es schon kurz nach 18 Uhr. Also wenn es nachher hier dunkel wird, wundern Sie sich also bitte nicht. Was kann ich noch zu mir sagen? Ich habe selber Lehramt studiert, Mathe und Englisch, habe dann an der TU München promoviert, so an der Schnittstelle empirische Bildungsforschung, Fachdidaktik, Mathematik, pädagogische Psychologie. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie Mathematikunterricht gestaltet sein sollte, damit Schülerinnen und Schüler sich für Mathematik interessieren. Und bin seitdem in der Lehrerbildung tätig, bin danach zum Institut für Schulentwicklungsforschung an die Universität Dortmund gegangen, war da als Postdoc nicht in der Lehre tätig und bin, seitdem ich in Göttingen bin, natürlich auch wieder in der Lehre tätig und da vor allen Dingen eben im Bereich Forschungsmethoden und Statistik, quantitative Methoden. Alles klar, wunderbar, ganz lieben Dank. Vielleicht ganz kurz zu mir, Angelika Thielsch, ich bin aus der Hochschuldidaktik hier an der Uni Göttingen und dass wir jetzt hier heute über eine wirklich spannende Vorlesung sprechen, ist natürlich hauptsächlich dadurch begründet, dass es so tolle Leute gibt wie Ariane, die halt genau solche spannenden Konzepte aufziehen. Und ich finde es total prima, dass wir hier zusammen jetzt in den Austausch gehen können. Unter anderem, weil wir halt wirklich einfach seit echt langer Zeit ja zusammenarbeiten, ne? Ich habe jetzt überlegt, es sind praktisch 10 Jahre oder irgendwas, als wir das erste Mal hochschuldidaktisch zusammen gedacht haben. Also ich finde es ganz, ganz prima. Und freue mich, dass wir jetzt hier gemeinsam sprechen können. So, für alle Leute, die hier mit dabei sind und gerade auch die Videos aushaben, gar kein Problem, aber einfach nur für euch und für Sie zur Info. Wir haben gesagt, wir machen das wirklich als Talk und haben uns vielleicht auch, weil die letzten beiden Semester ein bisschen sehr dicht waren mit Präsentationen, mit Online-Settings, haben wir gesagt, wir machen das auch hier ohne begleitende Folien und haben stattdessen gedacht, wir haben für den Übergang haben wir kleine Kärtchen, die euch und Ihnen dann immer signalisieren werden, wo es jetzt hingeht. Aber ansonsten werden wir weitestgehend das Ganze ohne Präsentation machen. Ja? Wenn irgendwelche Fragen zwischendrin dabei sind, bitte super gerne in den Chat schreiben. Lavinia hat es gerade schon gesagt. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an, nämlich genau mit dem, was eigentlich für jede gute Vorstellung erstmal wichtig ist. Ich habe es gerade schon in die Kamera gehalten. Sich einmal auf den Kontext zu fokussieren. Ariane, wir stellen hier jetzt ja eine ganz spezielle Veranstaltung, ein Beispiel von dir vor aus den Erziehungswissenschaften, aus dem Lehramtsbereich. Magst du ganz kurz was zum Kontext sagen? Genau, also es geht um eine Vorlesung, Einführung in die quantitative Bildungsforschung. Besucht wird die Vorlesung zu 90% von Lehramtsstudierenden. Die ist allerdings auch für den Master Erziehungswissenschaft gedacht, also es ist eine Mastervorlesung. Der Kontext ist so, dass die Vorlesung nur eine SWS umfasst. Das hat damit zu tun, dass es natürlich auch eine Vorlesung Einführung in die qualitative Bildungsforschung gibt, die hat dann auch eine SWS. Und ich bin verantwortlich für den Bereich der quantitativen Bildungsforschung. Das Ganze, warum ist der Kontext vielleicht auch ein Stück weit wichtig? Seit eh und je, seitdem ich studiert habe oder auch als Doktorandin in München war, immer wieder Thema, warum muss ich denn eigentlich als Lehramtsstudentin mich mit Forschungsmethoden und mit Statistik rumschlagen? Und das ist eben auch der Kontext, in dem wir uns bewegen. Also das ist eine Vorlesung, mit der man jetzt nicht offene Türen einrennt bei Studierenden. Und vielleicht auch noch kurz zum Kontext, zum formal-juristischen Kontext. Die Vorlesung gibt es seit Jahren im Master of Education, im ersten Semester Lehramt. Wir haben zwischendurch mal was an der Modulordnung geändert, was auch nicht unwichtig war, auch für die Gestaltung der Vorlesung jetzt. Und zwar gab es bis vor 2 Jahren, bestand das Modul aus diesen beiden Vorlesungen und einem
Lehrforschungsprojekt. Das heißt, Studierende mussten selber aktiv forschen in diesem Seminar und das auch schon im ersten Semester. Und es gab de facto keine Prüfungsleistung in der Vorlesung zu erbringen, sondern ausschließlich über das Lehrforschungsprojekt. Und da mussten sie einen Forschungsbericht schreiben, also eine klassische Hausarbeit. Das hatte dramatische Einflüsse auf die Teilnehmendenzahlen. Wir haben wie viele Universitäten keine Anwesenheitspflicht in Vorlesungen, auch nicht in Seminaren. Und statt den zu erwartenden 300 Studierenden pro Semester haben wir dann in Präsenz die Vorlesung vor so circa 20 Studierenden gemacht. Das ist nicht sehr befriedigend. Das war aber die Praxis und wir haben dann ein Stück weit darauf reagiert und haben das Modul nochmal umgestrickt. Und aktuell ist es so, dass es diese beiden Vorlesungen, Einführung in die Quanti-Quali-Bildungsforschung gibt und dann gibt es ein Lektüre-Seminar. Da müssen sich die Studierenden dann ausgehend von dem Wissen, das sie in der Vorlesung erwerben, mit empirischen Originalarbeiten auseinandersetzen, also lernen sozusagen empirische Studien zu lesen. Und wir sind dann in die Vollen gegangen und haben gesagt, so, Prüfungsleistung, jetzt Klausur. Und seitdem wir halt das Modul wirklich auf Grundlagen, auf bildungswissenschaftliche, empirische Grundlagen fokussiert haben und seitdem es eine Klausur gibt, ist natürlich auch in Präsenz dann die Teilnehmendenzahl gestiegen, maximal gestiegen, sodass wir jetzt hier eigentlich jedes Semester circa 300 Lehramtsstudierende haben in der Vorlesung und circa 10 Studierende aus dem Master Erziehungswissenschaft. Und du hast die Vorlesung ja schon vorher ein paar Mal gehalten, ne? Also das war für dich jetzt keine fremde Vorlesung, aber du hattest trotzdem einen ganz bestimmten Gedanken, als du halt in dieses Wintersemester in das Neue reingestartet bist und gesagt hast, okay, das erste Corona-Semester haben wir jetzt mehr oder weniger als Erfahrung eingetütet und da bist du mit ein paar bestimmten Anliegen in dieses Semester reingestartet, ne? Was war dir besonders wichtig bei der Gestaltung dieser Veranstaltung? Vielleicht auch zum Hintergrund, also als wir in Göttingen in das Wintersemester gestartet sind und als ich angefangen habe, die Materialien für die Vorlesung vorzubereiten, wusste ich, dass wir auch im Sommersemester digital Lehre machen werden. Also so zumindest war es irgendwie so hinter vorgehaltener Hand und zu 98% war man sich sicher, dass sozusagen das, was man jetzt für das Wintersemester produziert, auch im Sommersemester genutzt werden kann. Und da die Vorlesung, wenn wir vielleicht gleich uns ein paar Sachen angucken oder ich nochmal Nicht wundern, sie ist gleich wieder da. Das. bin ich ganz froh, dass ich jetzt das ganze Zeugs auch noch nutzen kann. Ja, ich sehe hier schon im Nachhaltigkeit. Chat Planungssicherheit. Ja, ich habe schon das Semester vorher meinen Mitarbeiterinnen in die Hand rein versprochen, dass sie alles, was sie neu entwickeln, 3 Semester benutzen dürfen, egal was die Universität sagt. War sehr mutig, hat aber Gott sei Dank geklappt. Ja, also das war schon mal, das war schon mal nicht unwichtig, das zu wissen, dass man irgendwie sagen kann, alles, was ich jetzt produziere, kann ich so, wenn ich möchte, auch im Sommersemester wieder nutzen. Das Zweite, was auch eben nicht unwichtig ist in dieser Situation, ist zu wissen, dass man es mit einem Thema zu tun hat, das nicht beliebt ist und mit einem Klientel zu tun hat, dass das gerne auch verbalisiert, was auch total in Ordnung ist, aber das muss man eben auch wissen bei der Planung und da besonders aufpassen. Und die Erfahrungen aus dem Sommersemester, wo wir halt vorher recht ad hoc dann in diese digitale Lehre eingestiegen waren, da war dann für mich eigentlich die Hauptfrage, mache ich die Nummer jetzt asynchron oder mache ich sie synchron? Also mache ich sie so ganz klassisch als Livestream vielleicht, als Zoom-Konferenz, so wie jetzt auch, oder mache ich sie asynchron? Oder mache ich sie vielleicht als Mischform? Also könnte es nicht etwas sein, wo es synchrone Phasen gibt und asynchrone Phasen gibt? Und die Entscheidung ist dann am Ende so gefallen, dass es eine Mischform ist und es ein Stück weit angelehnt ist an Kernideen aus dem Inverted Classroom. Das heißt, dass alles, was Wissensaneignung ist, stärker in die Hände der Studierenden gegeben wird. Also sowohl was die Zeit angeht, wann die Studierenden lernen möchten, den Ort und so weiter. Und dass es aber Möglichkeiten geben sollte und Räume geben sollte, das, was die Studierenden asynchron sich erarbeiten, dann synchron zu vertiefen. Wir haben es dann konkret so gemacht, dass es für die synchronen Anteile dann studentische Tutorien gab. Oder ein studentisches Tutorium in dem Fall für den quantitativen Teil.
Warum asynchron? Also ich glaube, die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Also es ist irgendwie Technikunsicherheiten, mit denen wir da zu tun haben, wenn wir es synchron machen würden, digital synchron. Wen verliert man? Wir verlieren Leute dadurch, das ist ganz klar. Es ist so, dass ich es schon auch positiv sehe, eigenverantwortliches Lernen zu stärken, also nach eigenem Tempo, frei wählbare Zeit, frei wählbarer Ort, mit die Diversität der Studierenden zu berücksichtigen, also sowohl in Bezug auf, welche Lernstrategien haben die eigentlich, welches Vorwissen haben die eigentlich. Das ist auch unterschiedlich, je nach Unterrichtsfach, was die Studierenden im Lehramt studieren. Also Studierende, die beispielsweise Politikwissenschaft studieren oder Sportwissenschaften, haben ein höheres Vorwissen, was empirische Forschungsmethoden angeht. Und es ist natürlich vollkommen klar, alles, was asynchron läuft, kann natürlich ein Stück weit von den Studierenden auch besser in ihre eigenen Lebenslagen integriert werden. However, das Ganze hat natürlich eine Kehrseite. Ne? Auch da verlieren wir Studierende. Also in dem Moment, wo wir uns dazu entscheiden, das asynchron zu machen und vorwiegend asynchron zu machen, verlieren wir Studierende. Beispielsweise Studierende, die Schwierigkeiten haben, sich selbst zu organisieren und selbstgesteuert zu lernen. Wir verlieren auch Studierende. Ich habe ja auch mal studiert und es ist schon mal eine andere Entscheidung, ob ich jeden Donnerstagmorgen mich neu entscheide, nicht zu einer Vorlesung zu gehen und dann auch wirklich was zu verpassen, oder ob ich einfach sage, so what, ich gucke mir nächste Woche die Videos an, ich gucke sie mir übernächste Woche an, die Videos laufen mir nicht weg. Also auch die Studierenden verlieren wir zum Nachteil der Studierenden. Das heißt, die sitzen dann 2 Wochen vor der Klausur da und stellen fest, sie müssen sich jetzt 60 Stunden Videos von Frau Wilms anhören. Also auch da nicht nur positive Erfahrungen. Studierende bekommen kein Feedback zu ihrem Lernprozess. Und genau das waren dann Fragen, mit denen ich mich in der Vorbereitung beschäftigt habe. Also wie kann ich sicherstellen, dass Studierende ein Stück weit bei der Stange gehalten werden, also doch mehr Struktur da reinzugeben? Wie können Studierende Feedback zu ihrem Lernprozess bekommen? Wie können sich Studierende miteinander austauschen, also untereinander austauschen? Auch das fällt alles weg, digital, oder muss zumindest anders gerahmt werden. Und natürlich, wie können Sie mit mir in Kontakt kommen und auch ein Stück weit eine persönliche Beziehung aufbauen? Vielleicht da auch nochmal rückgreifend so auf die Idee, das ist ein unbeliebtes Thema. Ich habe in den letzten Jahren schon davon profitiert, dass ich vor den Studierenden stand, dass ich irgendwie sagen konnte, ich komme auch aus dem Lehramt, ich habe das. Mit eigenem Enthusiasmus vielleicht auch anzustecken. Und das ist für jemanden, der noch nie Videos produziert hat, nicht so einfach, da, dass da der Funke überspringt und Enthusiasmus vielleicht rüberkommt. Ich sehe im Chat die Frage zum Workload. Ich denke, wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Genau, Also jetzt vielleicht von abschließend, also Wissensvermittlung und Stoffvermittlung findet asynchron statt. Und die synchronen Anteile finden über Tutorien statt. Und vielleicht, wenn ich es kann, weiß ich gerade nicht, ob ich meinen Bildschirm mal freigeben kann. Ich habe so eine kleine Illustration zumindest gemacht, wie was die Vorlesung für Bestandteile hat. Ich versuche das gerade mal flott. Ja, ein Hoch auf die Technik. So. Da können Sie es sehen und da können Sie mich auch ein paar Mal sehen. Man sieht doch, was meine Lieblingsfarbe ist für Videos aufzeichnen. Das ist gelb. meistens. Genau. Also vielleicht ein Stück weit, wie das jetzt aufgebaut ist. Also ich habe, wenn wir mal auf die rechte Seite zuerst gucken, die Vorlesung ist so organisiert, dass wir unterschiedliche Lernpakete haben. Es sind insgesamt 13 Stück. Also es sind pro Woche immer so zwischen 1 und 3 Lernpakete, je nach Umfang. Und die Lernpakete beginnen immer so, dass es von mir ein kleines Video gibt, wo die Studierenden mich auch sehen können und wo ich den Studierenden erkläre, was in den Lernpaketen auf sie zukommt. Also was sind die Ziele der Lernpakete, was sind die Vorgehensweisen. Die klassische Inhaltsvermittlung läuft dann über Keynote-Screencasts, die ich produziert habe. Die sind mal unterschiedlich, also da habe ich versucht, ein bisschen mit zu experimentieren. Mal kann man mich sehen auf den Screencasts und mal nicht. Begleitend zu diesen Screencasts gibt es kleine Worksheets.
Die haben wir vorher erstellt und die gebe ich entweder zu Beginn der Videos rein, manchmal auch in der Mitte, manchmal am Ende. Also es sind so ganz kleine Aktivierungsaufgaben, wo Studierende vielleicht darauf achten sollen in den Lernvideos, was sie lernen sollen. Oder es sind ganz, ganz kleine Wissensabfragen am Ende von kleineren Einheiten. Wir haben dann auch mit größeren Worksheets, die wir dann Workbooks genannt haben, gearbeitet. Da sehen Sie hier wirklich so einen Aufgabentext, den haben wir reingegeben nach 4 Sitzungen, also wo wirklich eine etwas größere Aufgabe ist, wo die Studierenden sich auch länger mit auseinandersetzen sollten, die dann eben diese ganzen Lernpakete aus den ersten 4 Wochen umfasst. Natürlich haben wir Literatur zur Verfügung gestellt, auch ein Stück weit unterteilt in Grundlagenliteratur und Vertiefungsliteratur. Und wir haben über unsere Online-Lernplattform der Uni, über StudIP ist es bei uns, Self-Assessment-Tests gemacht. Also zu jedem Lernpaket gab es dann am Ende 10, 15 Fragen, geschlossene, offene Fragen, zu denen die Studierenden dann auch Feedback bekommen haben. Bei den geschlossenen Fragen natürlich automatisiertes Feedback zu ihrem Wissensstand. Bei den offenen Fragen haben wir dann danach sowas wie Musterlösungen bekannt gegeben. Und es gab eben das E-Tutorium, also das ganz normal in Zoom stattgefunden hat. Wenn man jetzt mal ein bisschen auf die linke Seite guckt, wie habe ich angefangen? Ich habe den Studierenden zu Beginn ein Begrüßungsvideo hochgeladen, das ist so 10, 15 Minuten, in denen ich ihnen aus meinem Büro dann da erklärt habe, wie die Vorlesung aufgebaut ist. Und vielleicht ein Herzstück, das ich jetzt ausgelassen habe bisher, das sehen Sie hier unten links, also begleitet habe ich die Vorlesung mit einem Padlet um den Austausch der Studierenden anzuregen. Die Studierenden hatten da die Möglichkeit, zu jedem Lernpaket ihre Fragen zu posten, anonym zu posten. Und ich habe die beantwortet regelmäßig oder die Tutorin hat die beantwortet. So sozusagen das Grundgerüst der Vorlesung. Ich kann es jetzt hier auch nochmal schließen. Jetzt sehen Sie wahrscheinlich irgendwelchen anderen Rest von mir. So. Ja, also das waren so die Eckpfeiler, wie ich vorgegangen bin, bei der didaktischen Gestaltung von den einzelnen Lernpaketen. Und man sieht jetzt ja schon einige von den Sachen, die du eingangs gesagt hast, was dich vorher beschäftigt hat mit, oh Gott, wie mache ich das denn, dass die Leute ein Feedback dazu bekommen, was eigentlich für sie jetzt gerade relevant ist. Ne? Also das hast du ja auf ganz, ganz vielen spannenden Ebenen aufgenommen, mehr oder weniger, nicht nur über dieses Self-Assessment, sondern ich erinnere mich auch noch ganz, ganz lebhaft, wie du im Prozess dann zwischendrin geschrieben hast, wie toll, die geben sich gegenseitig Kommentare und Feedback. Was als Fragen in das Padlet reingepostet wurden. Also genau diese Interaktion da auf dieser parallel verlaufenden, nicht wirklich gewichteten Plattform trotzdem noch zu nutzen. Ne? Hast du denn, vielleicht können wir da auch gleich nochmal auf die Frage von Peter eingehen, ob es da Rückmeldungen gab von Seiten der Studierenden, ob sie das Gefühl hatten, okay, das war jetzt doch mehr als erwartet oder vielleicht gab es so Rückmeldungen natürlich auch erst. Ja, am Ende und weniger im Prozess. Ja, also gab es. Die Studierenden haben den Workload als überproportional viel wahrgenommen tatsächlich. Das ist alles halt eben übers Padlet kommuniziert worden. Das vielleicht auch nochmal, natürlich haben die Studierenden auch meine E-Mail-Adresse, aber sobald da eine E-Mail eingegangen ist, habe ich also so eine vorbereitete Antwort geschickt mit bitte alle vorlesungsrelevanten Fragen übers Padlet stellen, damit sie auch einfach mal sehen könnten, wer schon was gefragt hat und ob das nicht schon beantwortet war. Und so ab Woche 3 trudelten die ersten Anmerkungen im Padlet ein, das ist alles zu viel. Und dann habe ich natürlich übers Padlet versucht zu kommunizieren und habe dann mal versucht herauszufinden, was denn als zu viel eingeschätzt wurde. Und die Studierenden haben dann, also ein paar Studierende haben dann gesagt, naja, wenn ich das alles so machen möchte mit den Worksheets und den Videos gucken und hin und wieder auch mal stoppen und zurückspulen, dann brauche ich doch mehr als die 90 Minuten Vorlesungszeit. Und da wurde natürlich auch ein Stück weit klar, was die Benchmark ist. Also wenn die Benchmark irgendwie ist, früher bin ich nicht zu diesen Vorlesungen gegangen und maximal habe ich dafür 90 Minuten Zeit und dann das muss auch alles in die 90 Minuten passen. Dann gibt es natürlich eine gewisse Schieflage. Ich habe den Studierenden dann mal fröhlich die Modulordnung gezeigt und deutlich gemacht, wie viele Credits da eigentlich für draufgehen und wie viele Credits dann auch für Selbststudium.
genutzt werden. Und dass es eben auch nicht ausreicht, sich einfach nur mal beim Kochen die Screencasts anzuschauen oder anzuhören. Das ging aber tatsächlich relativ gut in Padlet. Das war auch noch eine Phase, wo das, glaube ich, den Studierenden auch geholfen hat, dass sie anonym posten konnten. Ich weiß, dass Angelika und ich uns da auch vorher drüber Gedanken gemacht haben. Also ich selber bin in keinen sozialen Medien unterwegs und habe natürlich schon Angst vor anonymen Möglichkeiten gehabt, sich da zu äußern. Ich fand es eigentlich super. Also man hat gesehen, dass dass das Niveau der Fragen vielleicht auch gar nicht so hoch war, dass sich Studierende eben auch getraut haben, die vermeintlich dummen Fragen zu stellen und da auch sofort Antworten bekommen haben. Das war eigentlich super, weil es auch ein tolles Feedback natürlich für mich war. Also irgendwie zu sehen, also wenn jetzt da auch noch 7 Studierende sagen, die Frage habe ich auch, ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das wäre echt schön, wenn Sie das nochmal erklären könnten. Da merkt man natürlich auch, für einen selbst, wo man vielleicht noch Nachholbedarf hätte. Und dann konnte ich halt eben auch, weil ich die Videos nicht vorproduziert hatte, sondern sozusagen während des Semesters immer wieder produziert habe, dann auch nochmal auf die Rückfragen eingehen. Was in Padlet nicht ganz so gut funktioniert hat, ist Austausch unter den Studierenden. Also das glaube ich, habe ich auch tatsächlich einfach falsch anmoderiert und vielleicht dann auch falsch begleitet. Es war schon immer so, dass die Studierenden dachten, okay, Sie stellen die Frage und irgendwann antwortet Frau Wilms. Und ich habe innerhalb von 24 Stunden immer geantwortet. Was es nicht gab, war Austausch unter den Studierenden. Also in irgendeiner Form, dass jemand gesagt hat, ich habe nicht verstanden, was ein Standardfehler ist. Dann musste ich das erklären und es hat halt niemand anderes Hinweise gegeben oder Ähnliches. Das hat funktioniert unmittelbar in der Klausurvorbereitungsphase, als ich das mal per Rund-E-Mail dann doch an alle geschrieben habe und gesagt habe, hey, ihr müsst nicht immer warten, bis ich was sage, ihr könnt auch euch untereinander versuchen zu helfen. Da ist es auf einmal sprunghaft nach oben gegangen. Also das wäre jetzt auch was ich fürs nächste Semester mitnehmen würde, wenn man möchte, dass Studierende über diese Plattform interagieren, dann muss man das, glaube ich, gut anmoderieren und muss sich vielleicht auch selber dann mal ein bisschen zurückhalten und nicht direkt irgendwie eine Stunde, nachdem die Frage kommt, dann die korrekte Antwort geben. Oder wenn das Handy dann, also Padlet gibt es auch als App und ich habe Push-Nachrichten bekommen, eine Studentin hat eine Frage gestellt und war natürlich ganz neugierig und gesagt, oh, ich möchte die Frage beantworten. Also das war tatsächlich eine Schwierigkeit, da das in irgendeiner Form anzuregen. Und fürs nächste Semester würde ich auch mitnehmen, die Studierenden etwas anzuleiten, wie man denn Fragen vielleicht in so einem Forum stellt. Also wenn man natürlich irgendwie... Und wenn dann am Ende der Woche die Frage ist, können Sie nochmal erklären, was ein Standardfehler ist? Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Also da glaube ich, würde ich auch empfehlen, nochmal deutlicher zu machen, dass die Studierenden schon mal, wenn sie posten, irgendwie erklären, ich habe mir das und das angeguckt, ich habe nochmal da und da nachgelesen, das und das habe ich schon verstanden und jetzt habe ich aber noch folgende konkrete Nachfrage. Also dass das nicht so ein nicht so ein Selbstbedienungsladen wird und so eine Konsumhaltung wird im Sinne von, jetzt erklären Sie doch nochmal. Und natürlich ganz gerne auch die Frage, ist es eigentlich klausurrelevant, was Sie da in Lernpaket 7 gemacht haben? Dann gab es dann irgendwann mal eine Meldung im Padlet, alles ist klausurrelevant. Das sind so Sachen. Und vielleicht kommen wir gleich nochmal auch auf die Nachteile eines anonymen Forums zu sprechen. Ich sehe gerade, dass der Chat irgendwie aufleuchtet. Genau, das ist nochmal ein Dank. Ja, da geht es auch. Ja. Ja, das war wirklich super und ich würde das auch immer wieder so machen. Und dann gab es den einen Moment, in dem das Ding zusammengebrochen ist und in dem ich es auch offline genommen habe dann und auch nie wieder online gestellt habe für die Vorlesung und das war am Tag der Klausur und zwar unmittelbar nach der Klausur. Also was ich schon den Studierenden angekündigt hatte, ist, dass ich nur bis 48 Stunden vor der Klausur Fragen beantworte. Nicht, um die Studierenden zu ärgern, sondern einfach, um sicherzustellen, dass die Studierenden nicht in den letzten 48 Stunden permanent auf Refresh in diesem Padlet drücken und nur noch irgendwie vor diesem Padlet hocken und irgendwie denken, sie könnten was verpassen. Irgendwelche Fragen, Antworten. Dass ich gesagt habe, 48 Stunden vorher ist das Ding geschlossen.
beziehungsweise ich beantworte keine Fragen mehr. Heute weiß ich natürlich, ich hätte einfach die Technik nutzen sollen und hätte dieses dumme Ding in den nur noch Ansehen-Modus geschalten. Ich habe es halt prinzipiell offen gelassen und dann kam die Klausur und dann gab es natürlich auch, ich würde sagen, eine laute Minderheit der Studierenden, die die Klausur unfair fanden, dieses und jenes. Und das auch unmittelbar nach der Klausur in diesem Padlet kundgetan haben und auch auf eine Art und Weise, die nicht tragbar war. Also die dann so war, dass wir zufällig gerade, meine Tutorin und ich, auch online waren und plötzlich gesehen haben, was da passiert ist. Und ich tatsächlich Screenshots von dem Ding gemacht habe. Und das ist dann auch so, also schon irgendwie dokumentiert und auch an die Institutsleitung gegangen und ans Dekanat gegangen, weil das Sachen waren, die nicht mehr vertretbar waren. Das ging Gott sei Dank nur eine Viertelstunde, dann habe ich das Ding offline genommen. Und weil man mit so einer Aktion natürlich dann aufgrund von einer Minderheit dann die Mehrheit der Studierenden bestraft, war dann die Lösung zu sagen, wir schalten das Ding in den Ansichtsmodus, dass die Studierenden, die den zweiten Klausurtermin nutzen, also 4 Wochen später, dass die die Möglichkeit haben, reinzugucken. Und gleichzeitig habe ich dann in unserer Lernplattform das Forum geöffnet, habe das genauso behandelt. Allerdings kann da halt nicht anonym Die gepostet werden. Anonymität. Genau. Und frappierend war, während ich vor dem ersten Klausurtermin, und die Studis haben sich so hälftig, hälftig auf die beiden Termine verteilt, während ich vor dem ersten Klausurtermin, die 2 Wochen davor, ich würde sagen, 200 bis 300 Posts im Padlet hatte, hatte ich für den zweiten Termin genau 5 Nachfragen in dem nicht anonymen Forum. Also ich glaube schon, dass da was bei ist, dass das anonyme Forum stärker genutzt wird. Und das ist auch für mich der entscheidende Punkt zu sagen, ich nutze das auch im nächsten Semester nochmal, auch anonym, aber ganz klar, 48 Stunden vor der Klausur wird das Ding nur noch in den Ansichtsmodus gestellt und dann ist auch gut. Ja, einiges an Learnings, was du jetzt gerade schon skizziert hast, ne? Ich glaube, wir haben auf der einen Seite ganz am Anfang so Sachen gehabt mit, okay, sich der eigenen didaktischen Anforderungen bewusst zu sein. So, okay, ich möchte, dass die Leute am Ball bleiben, ich möchte, dass sie Feedback bekommen, dass sie aber trotzdem auch eine Beziehung zu mir aufbauen können, wie jetzt über dieses Eingangsvideo von dir. Also so Aspekte ebenso, aber auch so Aspekte, was die Zeitressourcen anbelangt, ja, wofür und wie detailliert bereite ich das auf, wenn es dann vielleicht nur in Anführungsstrichen für eine Sitzung ist. Also ich meine, man muss natürlich auch immer gucken, was, ne, was kann ich wiederverwerten. Und auf der anderen Seite aber auch so diese Miteinander-Geschichten, wie jetzt beispielsweise Anonymität, kann das jetzt schiefgehen, wenn da nicht eine Netiquette eingehalten wird oder so. Deswegen zusammengefasst so 2, 3 Punkte, wo du sagst, okay, das sind so meine Learnings aus dem letzten Semester zu dieser Veranstaltung mit Asynchron und Padlet und begleitendem Tutorium. Ja, Angelika, bei mir ist gerade das Internet Ach ja. stehen geblieben. Also Soll bei ich es nochmal sagen? zusammengefasst müsstest du nochmal einsetzen. Ja, können wir nur zurückspulen. Nein, mein Scherz. Ob du nochmal so mit dieser vielschichtigen Perspektive, mit der du gerade auch geschildert hast, ne, von wegen so, du hattest Zeitressourcen, die du bedacht hast, du hattest didaktische Aspekte, die du bedacht hast, du hattest auch toolbezogene Aspekte, ja, so was, wie geht überhaupt da dieses Tool technisch einzusetzen, aber natürlich auch was für eine Art von Netiquette-Verhaltenskodex muss da auch mit thematisiert werden, den man sonst vielleicht für gute wissenschaftliche Praxis auf einer anderen Ebene irgendwie macht. Also was sind so deine 2, 3 Learnings, die du aus diesem Semester mitnimmst? Du hast ein paar Sachen schon gesagt, was du im nächsten Semester nochmal machen wolltest, aber vielleicht gibt es da noch Punkte, die du nochmal zusammenführen, fassen magst. Ja, was ganz Privates. Es ist verdammt zeitintensiv, diese Videos aufzunehmen. Also das habe ich echt unterschätzt. Also die Screencasts, die ich aufgenommen habe, ich habe die alle auch nochmal selbst geschnitten. Also das heißt, ich würde echt sagen, also am Anfang war es der Horror. Also für das 10-minütige Begrüßungsvideo habe ich da irgendwie 5, 6 Stunden gesessen und habe gedacht, das kann auch nicht so schwer sein, in so eine Kamera reinzusprechen.
Habe ich gedacht, hätte ich als Learning mitgenommen, wenn ich jetzt mein Zeitmanagement angucke, die neue Vorlesung, die ich im Sommersemester mache, wahrscheinlich doch nicht so viel gelernt zu haben aus den Erfahrungen und sehe mich da wieder nächtelang schneiden und Dinge tun. Also das so aus den Learnings aus meiner Perspektive, auch Learning aus meiner Perspektive. Mir war nicht klar, wie abhängig ich bin von Feedback der Studierenden, also auch im Vorlesungshörsaal von unmittelbarem Feedback, also sei es nur so das kleine Nicken oder das Stirnrunzeln. Da musste ich mich auch dran gewöhnen. Deswegen fand ich das super, als dann die ersten Evaluationen eingetrudelt sind, relativ früh schon. Das würde ich zum Beispiel nochmal aktiv ändern, also tatsächlich so eine Evaluationsschleife und Feedbackschleife da einbauen, den Studierenden da die Möglichkeit geben. Also auch nochmal expliziter, als es das Padlet eh schon gab. Also natürlich gab es vereinzelt Studierende, die ins Padlet geschrieben haben, super, was Sie hier machen und danke. Aber das würde ich nochmal viel, viel stärker einbinden. Und ich glaube, das geht auch ein bisschen in die, an die Frage, die hier im Chat steht, wie denn meine Learnings zur Selbstorganisation der Studierenden sind. Ich möchte da ehrlich gesagt gar kein Urteil fällen über die Studierenden, weil wir alle nicht wissen, was die da gerade auch erleben und was die gerade auch für ein Workload haben und für eine ganz, ganz andere Situation des Studierens. Meine Einschätzung war aber, dass das mit der Selbstorganisation bei dem Großteil der Studierenden nicht ganz so gut funktioniert hat. Also allein schon irgendwie die Idee zu haben, das ist eine Vorlesung, die geht 7 Wochen lang 90 Minuten. Also so ist es organisiert, entspricht halt eben einer SWS übers ganze Semester dann genommen. Dass dann die Idee ist, ich muss mich da mit 90 Minuten in der Woche auseinandersetzen und zwar wirklich von donnerstags 10 bis 11:30 Uhr, weil das der eigentliche Slot der Vorlesung ist. Das hat mich schon irritiert. Ich weiß nicht, ob man das konkret in dieser Vorlesung auffangen kann oder ob man echt da nochmal ganz weit früher ansetzen muss und Studierende wirklich nochmal explizit in diesen Selbstorganisationsdingen da auch schulen und fördern muss. Also auch jenseits, glaube ich, vom digitalen Lernen. Aber natürlich gab es da auch Studierende, die das gut gemacht haben, gar keine Frage. Also sieht man natürlich auch, welche Fragen wann im Padlet auftauchen, ne? Also da waren einige Studierende, die quasi synchron zu den Videos waren und da waren natürlich der Großteil, die so 3 Wochen hinterherhingen. Und dann dachte ich so, hu, jetzt muss ich nochmal gucken, was ich da vor 3 Wochen erzählt habe. Also das war, fand ich schon schwierig und da glaube ich, muss man nochmal stärker darauf eingehen. Also sowohl, was hat man als Dozentin an Erwartungen an die Selbstorganisation der Studierenden, auch wenn man Gefahr läuft, dass die Studierenden das ein Stück weit ignorieren. Also nur weil die Frau da vorne sagt, ich muss mir da jetzt jede Woche 2 Stunden Zeit nehmen oder 3 Stunden, heißt das ja noch lange nicht, dass die Studierenden das machen. Aber das ein Stück weit expliziter zu machen. Und fürs nächste Semester habe ich den Vorteil, es ist also jetzt wirklich eine Tutorin an Bord, die die Vorlesung in dieser Form, dieses Das Semester auch schon betreut hat. Weiß ich zufällig. Deswegen fülle ich die Lücke. Aber ja, jetzt glaube ich, jetzt war ich weg, ne? Ja, aber perfekt. Ich hab's füllen können. Yay! Ja, also in diesem Semester ist eine Tutorin an Bord, die die Vorlesung jetzt auch wirklich gemacht hat bei mir in exakt dieser Form. Und die kann dann natürlich auch noch mal ein bisschen anders auf die Studierenden einwirken, als ich das vielleicht kann als Professorin da. Ja, wunderbar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir theoretisch sogar richtig öffnen könnten. Ich weiß nicht, wie es für euch. Okay, also dass wir einfach die Fragen weiter so aus dem Chat beantworten. Einfach, okay, alles klar. Genau, dann ist die Frage nämlich noch nach dem Tutorium. Das haben wir ja unten rechts auf der Folie auch gesehen. Und noch Potenziale zur Verbesserung, wo du Unterstützung brauchen würdest. Das ist auch noch mal eine ganz, ganz spannende Frage. Ja, also ich kann ja vielleicht mal sagen, wie ich es jetzt dieses Semester mache. Also ich war total unzufrieden mit meinen Videos. Also es war wirklich auch schrecklich teilweise. Also nicht die Videos, sondern die Erfahrung war schrecklich. Ich glaube, man ist da auch sehr
sehr kritisch sich selbst gegenüber. Und ich hatte dann beschlossen, ich drehe alle Videos neu. Und irgendwann habe ich dann mich mal in Ruhe hingesetzt und habe gesagt, das schaffe ich gar nicht, mache ich nicht. Das heißt, es gibt jetzt exakt das gleiche Material. Das Einzige, was sich ändert, ist halt dieses Begrüßungsvideo. Das mache ich nochmal neu, weil sich da eben auch ein paar Sachen jetzt in dieser Vorlesung nochmal ein bisschen organisatorisch anders dargestellt sind. Was auch, glaube ich, jetzt besser werden wird im nächsten Semester, ist, dass ich direkt eine Woche vor Vorlesungsbeginn das gesamte Material hochladen kann. Also man muss sich das im Wintersemester so vorstellen, dass die Studierenden das Material, mein Plan war immer donnerstags zur Vorlesungszeit das hochzuladen und dann wurde es halt eben auch leider schon mal Samstag und Sonntag, weil ich es echt einfach unterschätzt habe. Ist auch super peinlich so ein bisschen, aber das ändert sich jetzt auch. Also was wir jetzt gemacht haben, ist noch mal viel stärker. Ich kann das vielleicht auch einmal kurz zeigen. Wir haben so eine Roadmap für die Vorlesung entwickelt, die die Studierenden dann auch vorab bekommen. Eine Sekunde. Sieht jetzt so aus. Also die Studierenden kriegen vorab, also das ganze Material wird irgendwie en bloc hochgeladen und dann kriegen sie halt diese Roadmap und sehen da, an welchen Terminen findet was statt. Also vor allen Dingen hier die Präsenzsitzungen des Tutoriums, wann finden die statt. Es gibt dann eben noch eine große Präsenzsitzung, wo ich auch dabei bin, wo es eben dann Fragen zur Klausur gibt und kriegen hier nochmal erklärt, was denn irgendwie das didaktische Modell ist und haben hier, das ist nämlich also irgendwie auch ihren Padlet-Link, den Zoom-Raum. Und das Interessante ist halt jetzt eigentlich hier das, dass die Studierenden sehen, welche Lernpakete sind eigentlich für welche Woche gedacht. Also das stehen jetzt irgendwie 13 Lernpakete in dieser E-Learning-Plattform. Und was ist eigentlich so der prototypische Ablauf oder zumindest der Ablauf, den ich im Kopf habe, in welcher Reihenfolge, also die Reihenfolge ist irgendwie klar, die Dinger sind durchnummeriert, aber wie viele Dinger muss ich irgendwie pro Woche bearbeiten? Natürlich könnten die Studierenden jetzt hingehen und sagen, naja, ich mache in der ersten Woche nur Lernpaket 1 und 2 und in der zweiten Woche dann 3 bis 5. Das beißt sich dann ein bisschen mit dem Tutorium, weil eben sehr klar ist, dass sie sozusagen hier in der ersten Tutoriumssitzung eben über Lernpaket 1 bis 3, in der zweiten Tutoriumssitzung Lernpaket 4 und 5 irgendwie der Inhalt ist. Aber das ist auch nochmal so ein Stück Änderung, von der ich eben auch ausgehe, dass sie nochmal einen Effekt hat, auch auf die Selbstorganisation der Studierenden. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass sie diese Roadmap haben. Die Frage, wo könnte ich Unterstützung gebrauchen? Also natürlich sind das schon mal so praktische Dinge, an die man da so als erstes denkt, warum muss ich nachts Videos selber schneiden? Hat aber auch einfach was damit zu tun, dass wenn die Dinger nicht vorher fertig sind, dann muss man sie halt selber fertig machen und kann sie halt nicht, das kann das halt nicht outsourcen. Prinzipiell muss ich sagen, alles was so die Infrastruktur angeht, da waren wir sehr gut aufgestellt in Göttingen. Also alles was Lernplattformen anging oder Zoom-Lizenzen anging, das war eigentlich super. Deswegen würde mir da jetzt erstmal gar nicht einfallen, wo ich sagen würde, da brauche ich noch. Mehr Unterstützung. Ich glaube, der zentrale Punkt ist bei sowas auch einfach eine Erfahrung damit zu machen. Ne? Ariane, du hattest gerade kurz gehangen, deswegen bin ich gerade rein und habe gesagt, Erfahrungen mit solchen neuen Konzepten machen ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn man das erste Mal eine Exkursion leitet, dann denkt man auch an 10 Sachen nicht, nur da macht keiner ein Buhai drum, weil es halt gefühlt nicht für alle gerade was Neues ist. Ne? Aber insofern ganz, ganz, ganz spannend auch nochmal da deine Einblicke. Und ich bin mir nicht ganz sicher, diese Frage, wie das Tutorium organisiert ist. Zeitlich, glaube ich, haben wir da jetzt einen super guten Einblick, aber vielleicht gibt es noch irgendwelche Punkte, die in der Struktur des Tutoriums, also was macht deine Tutorin da speziell mit der Gruppe? Also wir haben es schon so versucht, dass da erstmal keine Inhalte einfach nur wiederholt werden. Also es sollte schon so strukturiert sein, dass die Studierenden vorbereitet in die Tutoriumssitzung gehen. Teilweise war es so, dass wir in Padlet, wenn das sehr komplexe Fragen waren, gesagt haben, super Frage, greifen wir im Tutorium auf und dann hat die Tutorin dann irgendwie noch
zwei, drei PowerPoint-Folien dazu gemacht oder sowas. Außerdem standen in dem Tutorium eigentlich diese Assessment-Aufgaben im Vordergrund. Also es gab eine freie Zeit im Tutorium, wo es hieß, ihr könnt jetzt alle eure Fragen stellen und die Tutorin beantwortet die. Und es gab eben noch eine Phase, wo man spezifisch über diese Assessment-Aufgaben gesprochen hat. Was allerdings auch ganz witzig war, ist, dass die Studierenden irgendwie dachten, sie gehen jetzt in dieses Tutorium und lassen sich da einfach berieseln. Und das kennen sie wahrscheinlich auch, als dann das Stichwort Breakout Rooms kam. Droppte die Teilnehmerzahl auf einmal so in den Keller, ne? Also es war halt schon noch die Idee, dass die Studierenden noch mal so ganz kurz 5 bis 8 Minuten in so Breakout-Rooms gingen, wo sie dann noch mal ihre wichtigsten Fragen irgendwie sortieren sollten und einer oder eine konnte dann die Fragen noch mal vortragen. Also das war schon, damit haben wir eigentlich angefangen. Also immer kurz irgendwie, was sind die wichtigsten Fragen und tauschen sie sich da doch noch mal kurz in der Gruppe aus und dann eben den Teil offene Fragen und dann nochmal Musterlösung der Assessment-Aufgaben. Finanziert werden die ganzen Dinge, die Tutorien aus Studienqualitätsmitteln. Das heißt, in dem Moment, wo uns diese Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen, war es das natürlich auch. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich aber jetzt tatsächlich für die Zukunft einfach den Plan. Jetzt, wo die Materialien stehen, also die Idee ist, nächstes Jahr nochmal neu zu drehen, aber dann es wirklich als Flipped Classroom zu machen. Das heißt, dass die Studierenden jenseits von Corona, dann, wenn wir wieder in Präsenz lehren können, trotzdem das Material asynchron bekommen. Das heißt, ich werde dann in Anführungszeichen hoffentlich nicht im Hörsaal stehen, um meine Keynotes runterzurattern, sondern ich werde dann die eigentlich vorgesehene Präsenzzeit nutzen, wie das so im Flipped Classroom üblich ist und wie es jetzt sozusagen durch die Tutorin abgefedert wird, dann eben die Präsenzsitzung dann live zu machen und da stärker auf Rückfragen und auf Vertiefungsfragen einzugehen. Dann stellt sich natürlich die Workload-Frage der Studierenden nochmal ganz anders, ne? Weil ich natürlich weiß, dass ich damit im Zweifelsfall den gefühlten Workload verdoppelt habe. Ne? Weil die Studierenden sagen, kann ja jetzt gar nicht sein, das, was ich früher in Präsenz gemacht habe, muss ich jetzt zu Hause machen. Und dafür muss ich trotzdem noch in Präsenz an diesen Sitzungen teilnehmen. Also da muss dann irgendwie deutlich gemacht werden, dass es eigentlich echt nett von uns ist, dass sie diese Videos haben und dann quasi das hochbezahlte Tutorium, die Expertin da sitzen haben, die alle Fragen beantwortet. Wie haben Sie es geschafft, die Studierenden motiviert, dass die Studierenden motiviert dabei bleiben? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich der Prüfungsdruck war. Also da bilde ich mir auch gar nicht so viel ein, dass das irgendwie. Also es ist schon so, dass ich die Rückmeldung bekommen habe, dass im Vergleich auch zu anderen Lehrveranstaltungen die Videos sehr hochwertig waren und auch wirklich die Rückmeldung bekommen habe, besonders schön wären die Teile gewesen, wo man mich gesehen hat. Das glaube ich schon, dass die Studierenden das honoriert haben. Aber ich denke, dass wenn wir noch in der alten Modulordnung gewesen wären und es diese Klausur nicht gegeben hätte, wäre meine Vorlesung die erste, die zwar runtergeladen worden wäre und archiviert worden wäre, aber vielleicht dann irgendwann später mal sich angeguckt worden wäre. Ja, ich sehe hier die nächste Frage. Also bei meinen asynchronen Einheiten hatten die Studierenden hinterher immer den Bedarf, das Ganze nochmal synchron nachzubesprechen. Ja, ich sehe Jetzt Angelika bist du. nicken. So, Ja. ja, Gott sei Dank sehe ich das immer relativ schnell. Also ja, verstehe ich. Den Bedarf gab es auch bei uns. Das ist ja auch so ein klassisches Ding, was nicht nur aus der digitalen Lehre kommt, sondern eben auch aus diesen Flipped Classroom-Geschichten kommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich total in dieses Tutorium outgesourced. Dazu würde ich auch raten, also das didaktisch sehr klar zu machen, dass es hier Phasen des asynchronen Wissenserwerbs gibt, der Wissensaneignung gibt und dass es eben nachher keinen Ort mehr gibt, wo das einfach nur noch wiederholt wird. Also die Form des Wiederholens und des Besprechens, die hat dann ein Stück weit natürlich auch über das Padlet stattgefunden. Also das war der Ort, an dem Studierende ihre Fragen loswerden konnten und dann natürlich nochmal im Tutorium. Genau, und ich glaube aber darüber ist auch wirklich einiges an Kommunikation ja auch stattgefunden letzten Endes, ne? Also das im Prozess immer, wenn du erzählt hast, dann
Also von wegen so, wodurch sind auch die Studierenden motiviert gewesen, am Ball zu bleiben? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass dieses Sehen, dass da auf dem Pad etwas passiert, auch nochmal ein Motivationsboost für jemanden ist, im Vergleich zu, wenn halt das Ganze halt nicht so für alle sichtbar gewesen wäre. Also dieses, offenbar hat sich damit jemand befasst, offenbar gibt es da Fragen, da wurde auch zu beantwortet. Das ist sicherlich alles ein Punkt, der die Gruppe irgendwie motivieren kann, auch mit im Prozess am Ball zu bleiben, damit man auch weiß, worüber gerade gesprochen wird. Ja, Ja, also. aber vielleicht auch, auch mal so zu zeitlichen Ressourcen, ne? Also es ist natürlich jetzt mal jenseits der Videoproduktion oder jenseits der Produktion des Materials. Also das war natürlich deutlich mehr, als ich sonst brauche. Es ist auch de facto so, dass ich natürlich mehr als 90 Minuten in der Woche in diesem Padlet rumgehangen habe, ne? Also das war schon so, dass ich jeden Tag reingeguckt habe und jeden Tag auch eine Stunde in diesem Ding unterwegs war. Ne? Gefühlt war das für mich auch super, auch für mich, dass ich das asynchron machen kann. Also natürlich waren da auch ganz einfache Fragen dabei, die ich dann tatsächlich abends auf der Couch beim Netflixen einfach nochmal schnell beantwortet habe. Aber auch so viel zum Thema Entgrenzung oder sowas. Ne? Also da, das gab es auch auf meiner Seite. Ich würde es trotzdem immer wieder so machen, weil es auch mir irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, flexibler zu sein. Wie die Klausur realisiert wurde, ja, das ist eine wichtige Frage. Online at home. Also die Plattform, die wir für die Assessment-Aufgaben genutzt haben, Elias heißt die bei uns, können wir auch nutzen, um Prüfungen zu gestalten. Und bis vor Corona funktionierte das eben so, dass wir drei große E-Prüfungsräume an der Universität haben und die Studierenden dann in Präsenz an irgendwie 80 Rechnern die Klausuren schreiben können. Und das funktionierte jetzt natürlich nicht. Und bei uns gab es, wie ich finde, Gott sei Dank, die Möglichkeit, die identische Klausur sozusagen im identischen Format online at home zu schreiben. Und heißt dann aber natürlich auch das, was wir früher Kofferklausur genannt haben. Ich glaube, Neudeutsch heißt das Open Book. Open Book. So musste es dann natürlich auch konzipiert sein. Ne? Also das heißt, die Klausur habe ich auch komplett neu konzipieren müssen im Vergleich zu den Semestern vorher, weil es natürlich sonst in den Semestern vorher in Präsenz auch Fragen gab, die natürlich eins zu eins so auf den Folien standen. Aber jetzt natürlich wohl wissend, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, die Folien daneben zu legen, Wikipedia zu öffnen, Bücher zu öffnen, alles überhaupt gar kein Problem, finde ich, kommt de facto ja auch viel, viel stärker an die Realität ran. Ich sage immer, ich weiß nicht, wie oft ich die beknackte Formel zum Standardfehler schon nachschlagen musste, auch noch heute. So ist das in der Realität. Deswegen fand ich das eigentlich sehr schön, die als Open Book zu schreiben und online at home zu schreiben. Aber das war natürlich auch noch mal sehr aufwendig von der Konzeption. Ja, spannende Frage. Und ich glaube, da denken auch ein paar Leute vielleicht in die Richtung Proctoring. Und nein, die Uni Göttingen hat sich gegen ein Proctoring-Verfahren entschieden. Also das ist bei uns nicht im Einsatz. Deswegen Open Book Genau, war also es da. gibt so ein Identifikationsverfahren, wo die Studierenden sich halt mit ihrem Ausweis identifizieren müssen und davon auch einmal kurz ein Foto machen müssen und dann können sie die Kamera ausschalten. Also de facto weiß ich nicht, wer die Klausur geschrieben hat, aber ich weiß auch nicht, also ob das jetzt die Schwester von jemandem war oder sowas, aber das weiß ich auch bei Seminararbeiten nicht, muss man ja auch mal ganz, ganz ehrlich irgendwie dazu sagen. Und im Ja, Jetzt. jetzt, ich weiß nicht, wer die Klausur geschrieben hat, ob das die Schwester von irgendjemandem war oder nicht. Finde ich aber auch nicht so dramatisch, weil ich das bei Seminararbeiten auch nicht weiß und da auch ein Stück weit drauf vertrauen muss. Was ich auch zugeben muss, ich habe die Klausur schon so konzipiert, dass sie an der, also dass man schnell sein musste. Also Studierende, die sehr gute Noten bekamen, mussten dafür auch sehr viel leisten. Schlicht, weil sie eben die Möglichkeit haben, alle Ressourcen zu nutzen. Und ja, wir wissen auch, also manchmal haben wir ja auch studentische Hilfskräfte irgendwie in diesen Veranstaltungen sitzen. Natürlich hat es WhatsApp-Gruppen gegeben und Videocalls daneben bei, aber die haben sich relativ schnell als wenig fruchtbar erwiesen, Was die Zeit weil es einfach angeht. ein Zeitfresser ist.
Vielleicht noch die zwei Fragen. Was würden Sie behalten, wenn jetzt wieder Präsenz erlaubt wäre? Ja, ich möchte so viel wie möglich davon behalten. Ich merke selber, ich möchte wieder in Präsenz zurück. Das, also, ist auch für mich einfach super wichtig, die Studierenden zu sehen. Aber ich würde das, was ich über Videos mache, würde ich beibehalten. Und das, was über E-Präsenz läuft, würde ich, also das, was jetzt Tutorium ist oder so, oder Fragestunden. Ich habe ja auch noch andere Vorlesungen, in denen das ein Stück weit anders realisiert war, weil es beispielsweise kein Tutorium gab. Solche Fragestunden und Austauschstunden würde ich wieder in Präsenz machen. Aber Wissensaneignung würde ich tatsächlich im versuchen, in dieser Form beizuhalten. Und wie viele Vorlesungen halten Sie im Semester? Ja, also ich glaube, das ist relativ normal. Ich habe 9 SWS und davon gehen 3 auf Vorlesungen und der Rest auf Seminare. Und die Vorlesungen sind ein Stück weit unterschiedlich strukturiert, haben aber im Kern alle die gleiche Idee. Also, dass es die Screencasts gibt und die Videos gibt und dass es dann entweder Tutorien gibt oder aber ich das selber machen muss. Also die Fragerunden selber mache. Und diese Fragerunden sind immer live, synchron in Zoom. Und die haben dann natürlich je nach Vorlesung irgendwie sowas wie zwischen 40 und 140 Teilnehmenden. Ja, genau. Also Inverted Classroom, das war vielleicht auch mein Glück, irrwitzigerweise, dass ich halt 2 Jahre vor Corona einige Seminare zunächst mal auf Inverted Classrooms umgestellt habe und da auch von unserem Ministerium im Rahmen von Lehrforschungsprojekten gefördert worden bin, also da auch einfach Ressourcen bekommen habe. Und als es dann hieß Corona, habe ich gesagt, ja, also ich habe Same, auch keinen Bock same. auf eine Pandemie, aber okay, es ist in Ordnung. Das schreit nach Inverted Classroom. Wobei wir im ersten Corona-Semester, einfach weil wir selber nicht wussten, also ich kannte Zoom nicht, nicht wussten, wie stabil werden unsere Plattformen sein, wenig synchron gemacht haben. Und das war auch so eine Lesson learned aus dem ersten Semester. Da haben wir fast gar nicht synchron gemacht. Und die Idee war dann ab dem Wintersemester zu sagen, wir machen es ausgewogen, also synchron und asynchron. Und genauso würde ich es beibehalten. Und mir graut schon davor, wenn die Universitätsleitung sagt, naja, jetzt ist die Pandemie vorbei und jetzt wollen wir mal ein Zeichen setzen und jetzt bitte wieder alle in den Hörsaal. Dann gehe ich da hin und drücke Start auf mein Video. So, hier, nächste Woche komme ich wieder. Ja, das. Ich glaube auch nicht, dass das kommt, aber es ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen paradox, dass man irgendwie über Jahre eigentlich gut Fördergelder bekam, auch für Lehrentwicklungsprojekte, die auf Asynchronität abgehoben haben, auf Digitalisierung abgehoben haben und die Vibes, die ich jetzt so wahrnehme und ich verstehe, die menschlich total sind, eigentlich eher, ey, alles wieder zurück, Zurück. alles in Präsenz. Aber das wird trotzdem nicht passieren. Ja. Ja, gibt es noch Fragen? Der Chat ist Ganz spannend. ruhig. Das ist jetzt halt super, super schade, dass es jetzt so schlecht in die andere Richtung funktioniert, weil ich natürlich auch ganz gerne Erfahrungen von anderen Personen mitnehmen würde. Ein paar haben ja schon was geschrieben. Die Erfahrungen ähneln sich natürlich. Yeah, die Einladung wurde verstanden. Ja, hallo. ja, das ist schön. Danke für die Einblicke und das war ziemlich interessant. Vor allem auch, weil ich im vergangenen Semester auch viel auf Asynchron gesetzt habe. Mir ging es aber mehr um diese Geschichte, die nennt sich HyFlex, also die Idee, hybrid flexibel Lehrveranstaltungen aufzusetzen. Im Sommer lief das bei uns alles ziemlich rund. Ich hatte auch relativ wenig Studenten. Und man konnte alles auch ziemlich stabil synchron abbilden. Also das war vom Technischen her eigentlich kaum ein Problem. Hin und wieder war es dann doch ein Problem. Und dann fürs Wintersemester war dann die Maßgabe, wir sollen gerade für die Erstsemester Präsenzveranstaltungen anbieten. Und dann kamen aber die Probleme. Also es ging dann schon los. Ja, hier mein Mitbewohner muss in Quarantäne, ich muss auch in Quarantäne. Oder ich habe Erkältungssymptome, ich kann nicht kommen. Also diese Möglichkeit, dass man plötzlich mal eben für 2 Wochen weg ist, war dann auch sehr real. Und
ich hatte keine Lust, mich quasi in den Hörsaal zu stellen und gleichzeitig Zoom laufen zu haben. Mhm. Und da kam dieses HyFlex-Konzept auf, dass man sagt, ich mache das so, dass ich die Veranstaltung im Prinzip synchron halte, aber jederzeit noch eine asynchrone Einheit anbieten kann, die man sich dann in der eigenen Zeit quasi vornehmen kann, wenn man jetzt mal nicht in die Vorlesung kann. Und das wollte ich dann auch beibehalten eigentlich für den Rest. Und deswegen bin ich so an dem asynchronen Teil interessiert. Und es ist unglaublich viel Aufwand. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil man im Prinzip alles doppelt macht. Und dann manchmal auch mit den Tools, das alles ein bisschen umständlich einfach ist. Mhm. Also ich war oft da, wo ich mir gedacht habe, würde ich jetzt einfach nur meinen Foliensatz hochladen, dann wäre ich fertig. Also man macht sich da schon viel mehr Arbeit. Und ja, also ich weiß, wie viel Arbeit da so reinstecken kann. Ich bin auch sehr interessiert an diesem studentischen Austausch, wie man das irgendwie hinbekommt, dass sich da die Studenten weiter austauschen. Und ich habe es mal mit Discord probiert. Das Problem, was auch bei Discord irgendwie war, dass die Studenten einfach nicht wirklich untereinander, miteinander kommunizieren. Mhm. Die machen Anlass, ne? Ja, also sie machen so eigene Gruppen irgendwie, sie treffen sich dann schon über Zoom oder Ähnliches, das haben sie wohl gemacht. Aber so wie ich es mir vorgestellt habe, dass auch über diese asynchronen Einheiten diskutiert wird in einem Forum, das hat quasi nicht stattgefunden. Mhm. Vielleicht kann ich da noch, jetzt ist die Uhr auf 19 Uhr umgesprungen, aber vielleicht kann ich da noch kurz einhaken. Ich mache das in einer anderen Vorlesung, habe ich mir genau diese Frage gestellt. Und da mache ich so, dass ich auch diesen asynchronen Teil habe, der funktioniert ähnlich wie jetzt auch. Und dann stelle ich drei Arten von Aufgaben, also in diesen Worksheets, die ich da begleitend habe. Die erste ist so eine, das, was man so klassisch aus dem Hörsaal als Think, Pair, Share kennt. Also die erste ist, sich selbst nochmal Gedanken machen, selbst irgendwie nochmal Wissen zu festigen. Danach mache ich es so, dass die Studierenden, die werden zu Beginn des Semesters in so Fünfergruppen eingeteilt, random, also ganz gemein. Und dann gibt es halt eine Aufgabe, die auf Kleingruppenaustausch zielt in diesen Fünfergruppen. Und dann gibt es noch eine dritte Aufgabe, die darauf abzielt, sozusagen fürs Plenum was vorzubereiten, also für diese Fragerunden, also für diese synchronen Runden. Und damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn das wirklich so systematisch strukturiert ist, dass die Aufgabenblöcke in erst machst du was alleine, dann macht ihr was zusammen und dann bereitet ihr was fürs Plenum vor. Ich habe gemerkt, dass man das intuitiv vielleicht auch schon, wenn man lange Lehrerfahrung hat, das eh so macht mit den Aufgaben, aber das so zu strukturieren und den Studierenden auch so transparent zu machen, hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und ich hatte keinerlei keine Probleme irgendwie, dass sich Studierende beschwert haben, irgendwie meine Lerngruppe ist doof oder irgendwie sowas. Also das gibt es ja dann auch immer wieder, wenn man die irgendwie in Fünfer-Teams, Fünf-Sechser-Teams eingeteilt hat, dann gab es in jedem Team eine kritische Masse, mit denen man zusammenarbeiten konnte. Das war eigentlich ganz schön. Haben Sie Erfahrungen, ob das mit Erstsemestern auch funktioniert? Weil ich habe hauptsächlich erstes, zweites Semester und da ist manche Dinge sind da schwieriger. Ja, das stimmt. Also das sind jetzt Erstsemester, Master. Ja, klar, die haben natürlich schon Studienerfahrungen, ja. Ja, aber was wir auf alle Fälle mitbekommen, gerade von diesen Einführungsveranstaltungen, ist, dass dieses da auch in das kalte Wasser reingeworfen werden und in so eine, also in so einen Breakout-Raum reingeschickt werden, dass das da wirklich zwar eine Hürde ist, aber trotzdem ganz wichtig, weil ansonsten da überhaupt gar keine Kontaktknüpfmöglichkeiten auf irgendeine Art und Weise irgendwie sonst gefördert wird. Ne? Also das ist eine zusätzliche Hürde. Insofern, die braucht halt irgendeinen netten, und da gibt es ja mittlerweile auch wirklich nette Tools, die einen solche informellen Fragen einfach entgegenwerfen. So, ja, was ist dir gestern Witziges passiert? Oder was weiß ich nicht. Ja, also da gibt es wirklich ganz nette informelle Fragen, die man dann mit in diese Gruppen reingeben kann, wo die Leute erstmal angehalten sind, über so Sachen zu sprechen, bevor sie inhaltlich anfangen zu reden. Und das ist, habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, so als ja, Eisbrecher, damit man überhaupt ins Reden kommt. Ja, im Synchronen funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Jetzt muss ich aber sagen, im Sommer war es besser, weil dann ich kannte die vorher schon ein Semester, das war dann quasi das zweite Semester. Und wie man hier so im Hintergrund sieht, wir hatten eigentlich einen Raum konzipiert, der ist auch
letztes Jahr im Sommer ist der fertig geworden. Ja, runde Tische, wo man schön miteinander dran. Genau, jetzt stehen da Plexiglaswände und es sind 3 Personen pro Tisch und das ist ja. Genau. Aber das, und ich habe das dann einfach so übertragen ins neue Wintersemester mit den Erstsemestern und das war deutlich schwieriger, die da auch in Breakout-Sessions dann zum Austausch zu bewegen. Das stimmt, das hätte ich vielleicht vorher anders machen sollen. Ja. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, aber ich. Genau. Ich auch. Nochmal die letzte Frage, ob es noch Fragen gibt. Ansonsten noch eine letzte Frage, wenn dann sieht nicht danach aus. Ja. Und bei mir ist es auch dunkel geworden in der Zwischenzeit. Stimmt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war sehr interessant, sehr spannende Einblicke und ein sehr schönes Format, wie ihr euch die Bälle hier zugespielt habt. Dankeschön.